Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier von der Karte Ostbeck. Es gibt heute eine neue Folge von der Inselbauhof und wir haben ja in der letzten Folge hier schon einige Arbeiten fertigstellen können. Nur jetzt ist halt die Frage, klappt das auch alles mit dem Dach? Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt alles so funktioniert, weil ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob wir das auch hinbekommen. Aber das werden wir in dieser Folge einmal herausfinden. Ich würde vorschlagen, wir werden jetzt erstmal einige Gerätschaften hier an die Seite fahren, weil die benötigen wir jetzt gerade nicht. Wir werden jetzt gleich mal mit dem eigenen Shop-Tool hier im Landwirtschaftssimulator versuchen, ein Dach hier hinzusetzen. Wie gesagt, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Wir gucken mal eben hier mit dem Kran. Ja, das ist okay. Der steht da jetzt so zur Seite. Und dann versuchen wir jetzt hier ein dementsprechendes Dach draufzusetzen. Ich bin mir echt nicht so ganz... Achso. Gut, meine lieben Freunde, dann fangen wir an, hier eine passende Platte auszusuchen. Okay, das ist jetzt ein bisschen sehr groß, wie ihr sehen könnt. Das würde ich jetzt nicht empfehlen. Die Platte... Es ist halt eine gute Frage, wie das jetzt hier auch von der Stabilität her auspasst. Passen sollte. Ich weiß jetzt gar nicht. Wir können mal gerne was ausprobieren. Ich möchte nämlich wissen... Okay, die wackelt hier. Das sieht lustig aus. Das sieht ja echt witzig aus. So, komm, hüpfen wir mal drauf. Okay, also wir können diese Platte auch wieder entfernen. Das ist top. Okay, super. Jetzt ist nur die Frage, passt die auch hier drauf? Also natürlich, sowas macht man normalerweise mit dem Kran. Da wir aber hier die Platten leider nicht mit dem Kran befestigen können, müssen wir jetzt leider auf diese Möglichkeit zurückgreifen. So. Es könnte tatsächlich passen. Nur die Frage ist jetzt, wie machen wir das am besten? Ich glaube, wir brauchen doch nochmal hier unseren schönen Genie S60. Weil eigentlich bräuchten wir hierfür, wie gesagt, einen Kran oder halt auch ein Baugerüst. Da müssen wir mal gucken, ob wir so eine Möglichkeit bekommen. Ich weiß, im LS17 und im LS19 hatte ich auch mal ein Baugerüst. So, okay. Nee, das war nicht richtig. Das war nicht richtig, meine Freunde. Es ist echt nicht einfach, wie ich finde. Die Platte liegt halt schon relativ tief. Wir können es versuchen. Ich weiß halt nur nicht, ob das dann so gut funktioniert. Da so ein bisschen Respekt gerade vor. Würde ich mal sagen Angst, aber schon Respekt, dass ich halt hier irgendwas falsch mache. So, komm, lassen wir sie fallen. Okay, das hat gut funktioniert, weil ein Zuschauer hatte mir nämlich in den Kommentaren geschrieben, dass das eine Katastrophe bei ihm war, mit dem Dach. Und, da habe ich natürlich dann ein bisschen Bammel vor. Aber so wie das hier ausschaut, hüpfen mal kurz hier drauf. Bitte wundert euch nicht, wenn das ganz leicht mal laggen sollte hier. Ist das jetzt hier tatsächlich drauf? Ah, das ist eins zu weit vorne. Oh. Wir probieren das nochmal. Ja, ihr seht es, ne? Jetzt mache ich mir gerade hier alles wieder kaputt. So, okay, warte, wir machen das mal kurz so. Vorsicht! Okay, das sieht wieder gut aus. Also ihr merkt schon, liebe Freunde, es ist nicht so einfach, wie ich mir das vorstelle. So, jetzt ist die Platte auch wieder hier im Boden so ein bisschen mit drin. Müssen wir gucken, dass wir sie wieder rausbekommen.
Okay, gut. Und jetzt können wir einen neuen Versuch wagen. Ihr seht, es ist wie gesagt nicht so einfach. So, jetzt hüpfen wir nochmal hier oben drauf. So, okay. Wie schaut es jetzt aus? Es schaut auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Ist es drin? Es ist sogar drin. Krass. Das ist doch mal ein geiler Fortschritt, meine lieben Freunde. Wir gucken auch noch mal gern, ob das von der Höhe her passt. Wir nehmen noch mal hier unser TLF. Das ist gerade wirklich ein Glücksmoment. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist richtig, richtig gut. Dann können wir einfach mal gucken. So, dann biegen wir einmal hier ab. Wenn du irgendwelche Vorschläge für den Inselbauhof hast, dann lass mich das gerne wissen. Dann können wir da gerne mal gucken, ob das in einem der nächsten Videofolgen oder in einer der nächsten Folgen hier im Inselbauhof dann auch umgesetzt werden kann. Jetzt müssen wir noch mal gucken, wie viele haben wir denn hier in Summe? Eins. Ah ja, gut, das könnte vielleicht ein bisschen eng werden. Müssen wir mal gucken. Dekoration sonstiges. Gibt es die auch in dünn? Ja, die gibt es auch in dünn. Das ist schon mal top. Okay. Da hatte ich gerade echt auch wieder ein bisschen Bammel. So, weil das muss ja doch schon ganz gut ausschauen. Das schieben wir ein bisschen hier rüber. Und auch das haben wir erfolgreich umgesetzt bekommen, meine lieben Freunde. Tatsächlich freue ich mich gerade riesig darüber, weil das doch, doch nicht so einfach ausschaut. Oder nee, nicht so einfach ist, wie es ausschaut, sagen wir es mal so. Oh Gott, oh Gott. So, dann holen wir jetzt die vorletzte Platte. Die ist ja ein bisschen groß. Die können wir jetzt auch hierfür nicht nutzen. Die können wir noch hier nutzen. Nur da merkt ihr auch, ne, da müssen wir halt einmal gucken. Die tatsächlich so einmal hier drauflegen. Und die jetzt auch erstmal hier versuchen hinzusetzen. So. Boah, meine Freunde, das ist echt ein bisschen kompliziert. Von der Länge her passt das ja soweit. Wir können es noch ein kleines bisschen hier rüberziehen. Passt das denn alles soweit? Wisst ihr, was das Problem? Nee. Hä? Ist doch gar kein Problem. Dachte gerade, das wäre ein Problem. Ist es aber gar nicht. Wir haben doch hier die Möglichkeit, alles zu befestigen. So. Okay. Ich habe einfach nur Schiss, wie gesagt, dass das Gebäude hier komplett zusammenbricht. Es wackelt doch schon ganz schön. Wir gucken erstmal, wie es jetzt hier unten ausschaut. Das Gebäude steht weiterhin sehr stabil. Was ich mich hier gerade frage, ist, warum will die Platte nicht rein? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich nicht beantworten kann, aber wir fahren vorher mal ganz kurz hier rein. Ihr seht es schon hier an der Höhe, das ist gar kein Thema. Das passt sehr, sehr gut.
Prima. Dann parken wir hier einmal. Klettern wieder hier hoch. So. Warte, wir klettern nochmal hier ganz kurz runter. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Ja. Das kann tatsächlich daran liegen. Wartet, wir packen das nochmal kurz ein bisschen zur Seite. Ihr seht es, ne? Hier haben wir das Problem. Wir brauchen hier theoretisch zwei weitere Löcher auf der Seite. Wir gucken nochmal ganz kurz unter Sonstiges. Das hat jetzt hier wie viel? Ah, das hat direkt vier. Okay. Und das, ja gut, das ist jetzt ein bisschen krass groß. Wie schaut das aus? Kann das überhaupt fixieren irgendwo? Weiß ich gar nicht. Nee, das kannst du so nicht fixieren. Die Frage, die ich mir stelle, ist nämlich auch folgende. Wenn wir jetzt hier sowas, Kollision mit einem Spieler, ja, klar. Wenn wir jetzt sowas hier anbringen möchten, wir haben halt hier nicht die Möglichkeit, das so zu machen. Auf der anderen Seite stellt es gar kein Problem dar. So. Da müssen wir noch mal ganz kurz ein bisschen aufpassen. Oh, ihr seht schon, hier fangen wir gerade an, etwas kaputt zu machen. Wie sieht es hier aus? Okay. So, was ist jetzt hier das Problem? Hier sind wir wieder an selber Problematik. Komm, wir lassen die Platte erstmal runter. Huch, doch nicht auf den Bagger. Sollen wir es riskieren, meine lieben Freunde? Ich würde es tatsächlich jetzt einmal riskieren, indem wir jetzt hier einmal etwas zurückfahren und eine andere Platte draufpacken, um es einfach auszuprobieren, weil so ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, wie ich finde. Deko. So, bauen mit. Nee. Die könnte man hier draufpacken. Könnte. Aber auch leider nicht viel mehr Möglichkeiten. Weil die finde ich ehrlich gesagt ein bisschen groß. Da seht ihr es, ne? Das ist echt ein bisschen viel zu groß, bisschen hoch. So, okay. Ah, die kann man hier auch noch fixieren. Ach, krass, dann kann man ja richtig große Hallen theoretisch damit bauen. So, hier steht sie leicht über, da nicht. Meint ihr, das können wir noch irgendwie so leicht korrigieren? Das sieht schon ein bisschen merkwürdig aus, wie ich finde. Wir werden jetzt erstmal den Kran kurz zur Seite fahren. Weil der steht hier ein bisschen im Weg. Ernsthaft jetzt. Also jetzt ist eure Mithilfe gefragt, liebe Freunde. Wie sollen wir das machen? Sollen wir das jetzt so hier lassen, dass es natürlich nicht ganz so schön aussieht? Aber ich finde, das ist nochmal ganz gut. Dann haben wir nochmal einen zusätzlichen Regenschutz. Oder wir versuchen es nochmal in dem anderen Stil. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit halt relativ hoch, dass uns das Gebäude einstürzt. Jetzt gerade passt das ja.
Aber wir haben leider, wie gesagt, nicht mehr Möglichkeiten hier mit den Platten. Huch. Ihr merkt schon, ne? Wir haben jetzt hier, ja gut, 60 FPS. Wenn wir in die Richtung gucken, kann das auch schon mal zu leichten FPS-Einbrüchen kommen. Oder wir holen uns mal kurz ein anderes Feuerwehrfahrzeug. So, wir gehen mal kurz auf den Shop und gucken mal, was ich so Schönes noch im Mod-Ordner habe. Das ist was anderes. Sozi-Modding. Dann nehmen wir mal den Rosenbauer AT. Der passt da, glaube ich, ganz gut rein. Oh, ich habe gar nicht genug Geld. Krass. Dann machen wir jetzt mal Trick 17. Und fügen uns hier einfach ein bisschen Geld hinzu. Das wäre geil, wenn es auch im echten Leben möglich wäre. So. Das war nicht richtig. Ich hab die Zeit angehalten. Wusste ich auch nicht, dass das geht. Wie lustig ist das denn? So. Okay, das war vielleicht doch ein bisschen viel. Ja, ist jetzt nicht schlimm. Das können wir hinterher wieder entfernen. So, dann gehen wir nochmal auf Susi-Modding und kaufen uns jetzt hier einmal das Feuerwehrfahrzeug. Dann können wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr das so absegnet, damit beschäftigen, dass wir hier aufräumen und die Vegetation wiederherstellen. Das wäre so eine Möglichkeit. Ja, passt doch super. Das ist doch schick. Ist das Blaulicht überhaupt an? Tatsächlich, aber das ist nur ganz, ganz schwach. Krass. Gut, meine lieben Freunde. Huch, wir hängen hier gerade drin. Das war's dann auf jeden Fall mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und schreibt mir, wie gesagt, einmal in die Kommentare, ob wir das jetzt hier so lassen sollen. Ich finde, das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Ist nochmal ein zusätzlicher Regenschutz. Hier hinten, ja gut, können wir uns hier auch nochmal unterstellen. Das ist auch nicht so schlecht. Und wenn ihr möchtet, können wir auch gerne mal ein etwas größeres Gebäude bauen. Wir wissen ja jetzt, wie das funktioniert. Das war jetzt schon ein echt guter Test. Und das würde ich dann tatsächlich jetzt auch mal in Angriff nehmen, wenn ihr das, wie gesagt, wünscht. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen und abonnieren nicht vergessen. Euer Benny.